Hallo, herzlich willkommen zurück in meiner Küche, meine Lieben. Ja, ein kleiner Haul steht an. Ich bin immer noch, ja, down. Ja, aber ich musste halt ein bisschen einkaufen, noch in der Apotheke und so was alle und mich quasi hier, ne? Ja, und ich habe gedacht, Mensch, so einen kleinen Haul, ihr... Moment, ich muss mal eben näher holen. So. Ihr findet ja immer Holz gut und meine Küche, in der Küche sowieso und so und tralala. Ja, ich war beim Lidl und eben kurz beim DM. Da muss ich zu sagen, ich wollte nur Klopapier und das war mein Fehler. Das Klopapier hat über 30 Euro gekostet. Ich hätte es mir bei... ich muss mal wieder Staub wedeln. Ja, ich hätte es bei Lidl kaufen sollen. Das wäre mir billiger gekommen. Ja. Also ich fange mal an beim Lidl. Ich habe diesmal, jetzt habe ich ihn mal gekauft, den Nicer Dicer. Das ist nicht der Nicer Dicer Plus, sondern der Nicer Dicer Chef. David will den schon lange, lange Jahre haben. Und ja, Tomaten, Gemüse, Schneider, XXL Schneidfläche für ganze Salatköpfe, große Mengen. Wir essen ja immer große Mengen. Ja. Ich bin gespannt, auch für Kartoffeln. Hier gibt es so die Messereinsätze. 35 Euro hat der gekostet. Messereinsatz einmal 12x12, 24x24. Dann hast du 9 mm, hast du für Tomaten. Dann halt für Gurken und hier Reibeinsatz, auch für Reibekäse und so. Ne? Ja, es gibt ja auch den Nicer Dicer Plus. Der ist dann so längst. Ja. Aber ich habe jetzt mal den geholt, ich denke, für unsere Sachen, die wir immer so schnibbeln und ist das gar nicht mal schlecht. Ja, dann hatten sie vorne im Eingang halt wieder Adventskalender. Adventskalender zum Verschenken, das wäre es ja mal. Nein, normale Kalender für 2023. Ich habe mal 3 Stück mitgenommen und ich finde das immer noch gut, dass Lidl die verschenkt, weil wir haben uns, wir haben ja wirklich alle nichts hier zu, ne? Ja. Genau, zu verschenken und da finde ich mal gut, dass die da wirklich kein Geld für nehmen. Sonst kostet die vielleicht 1 Euro oder keine Ahnung, die teuren, die kosten ja auch schon ein paar Euro mehr. So, da bin ich jetzt, ja, ne? Klopapier von DM in einer Limited Edition, was auch sonst. So, jetzt wollen wir mal die erste Tasche hier hochholen und dann hatten sie bei Lidl diese amerikanischen Pizzen. David isst die gerne, da ist Hähnchen drauf, das mag er ganz gerne. Da bräuchte sich chinesische Soße für Frühlingsrollen, aber haben sie nirgendwo mehr gehabt. Ich habe mal jetzt fürs Wochenende mitgenommen eine Putenoberkeule, essen wir ganz gerne. Ich hoffe, David kann die noch essen. Ist ja immer so eine Sache mit dem Geschmack im Moment. So, eine Birne, das ist ja immer für Monique auf Arbeit. Dann jo, Kakao, ganz normal. Dann Kong Strong einmal ohne Sugar, Sugar Free. 2 Stück habe ich, glaube ich, 3. Genau, 3. Dosen hatten sie nicht, habe ich 3 Pullen mitgenommen, fertig. So, einmal Schweinehackfleisch habe ich immer zu Hause, wenn eins ausgeht, kommt das nächste. Dann einmal hier meine Cola Zero, noch ein Kakao. Was habe ich noch gesagt? Über 90 Euro. Ja gut, der Nicer Dicer schon 35 Euro, ne? Aber wir haben ja vorhin mal schon drüber geredet. Das ist der Wahnsinn. Ein Netz Äpfel und das war noch ganz günstig. Ja, die nimmt Monique auch immer halt dann mit auf der Arbeit. Dann halt ein Säckel Kartoffel. Ja. Ein Säckel Kartoffel. Oh, guck mal, hier ist noch Salz drin. Von meinen Brezen. Habe aber heute keine gekauft. Ja, das wird halt kein großer Haul, ne? Kein großes Video. Das ist einfach mal ein Video, was ich einfach mal so dazwischen schieben werde. Ja. Dann einmal Toilettenhängeding. Diesmal wieder mal in rosa. Ja, die sind gut. Gut und günstig. Naja, nicht mehr wirklich, aber günstiger wie die anderen. Dann, ja, Monique's Cool Snack, ne? Mal für abends. Dann Milchschnitte wird im Moment gerne gegessen hier. Deswegen habe ich die mal wieder mitgebracht. Mal hier hinlagern. Dann einmal
Grafschafter Ballansbrot. David isst das gerne, Monique isst das gerne. Ja. Habe aber noch mal ein anderes mitgebracht, und zwar Roggenvollkornbrot. Sowas isst er halt auch mal gerne. Und sowas hole ich dann meistens aber nur zum Wochenende hin, ne? Weil da dann doch mehr Brot gegessen wird. Ja, ich liebe Pizza Baguette, aber nur Champignons und nur die vom Bistro. Die anderen mag ich irgendwie nicht. Bei Pizza, bei runder Pizza, esse ich auch No Name, aber die komischerweise nur so. Ja, einmal ein Weizenmischbrot, was jetzt auch mittlerweile schon über 2 Euro, ich glaube 2,29 kostet. Wir haben hier noch Milchschnitten. Ja, und ich war bei DM und das zeige ich euch zum Schluss. Das zeige ich euch zum Schluss. Ich bin ein Opfer. Ich stelle mir das mal nämlich hier hin. Da haben sie nämlich diesen Stand gehabt. Leute, die haben den Stand gehabt von Disney. Oh my goodness. Ja, aber ich habe nicht jede Palette gekauft. Nein, nein. Mir sagt auch nicht jede Palette zu. Ich habe mal eine geholt. Und ich finde, das ist okay. So. Das waren die ganzen Milchschnitten hier. Ich brauchte wieder mein Deo Hydrofugal. Beste, was es gibt. Kauft euch das aber nicht als Sprüher, sondern wirklich hier als Stick. Weil als Sprüher macht ihr euch hier mal die T-Shirts im Arsch. So, eine Gurke. Die hat eine schöne Form. Genau. Ja, was soll eine Gurke auch für sonst für eine Form haben? Mein Gott, Stefanie. Ruhe doch mal deine Gedanken aus dem Gosse. Melbona Cheddar Käse haben sie jetzt neu gehabt. Ich habe keinen Plan, was schon wieder was. Dann einmal Rindersaft, Schinken und ja, so ein Paket Junggouda. Auch mal gerne aufs Brot gegessen. Nudeln, Spiralnudeln ein Paket, weil ich Nudeln auch drauf machen will. Einmal Bratfett, nehme ich immer das vom Vitador. Ich hasse es nämlich mit Öl anzubraten. Das gibt immer nur Sauerei. Dann einmal von Zimbo, Kräuter, Zwiebelmettwurst. Habe ich mal so ein Dreier-Sachet mitgebracht. Wird auch mal gerne gegessen. Wir kriegen ja hier kein frisches Mett. Beim Metzger haben die sowas nicht in Bayern, weil wir wahrscheinlich nicht können. Ich weiß es nicht. Einmal eine Servelatwurst. Muss ich ja immer im Haus haben. Dann wieder zwei Masken. Die habe ich auch immer im Haus. Weil ich trage jetzt auch Maske, wenn ich rausgehe, einkaufen gehe. Weil ich finde, es gehört sich einfach so, wenn man krank ist und wenn man kein Corona hat. Ich habe Tests schon gemacht. Traditionsleona zweimal, ganz normal, ohne Schnick und Schnack. Und Traditionssalami Brie. Traditionssalami Brie. Was ist das? Nochmal ein Kakao. Kakao. Dann ja, einmal so eine Hühnersuppe von Kania, 50 Cent. Leute, könnt ihr euch mal mitnehmen, wenn ihr wirklich dann auch mal erkältet seid, einfach mal so eine, ja, Hühnersuppe. Dann hatten sie im Angebot hier Zottarella, milchig zart, so einen ganzen Strang. Einfach mal mitgenommen. Ja. Dann einmal Leberwurst, Kalbsleberwurst fein. Die fand ich sehr lecker, habe ich jetzt aufgegessen. Oh. Ich habe einen Wurm. Hier ist ein Wurm im Apfel. Ja, nochmal Hühnersuppe. Für 49 Cent kannst du wirklich mal mitnehmen. Ne? Hier habe ich noch einen Kuhschnack. Ja, dann brauchte ich einmal Wein, Branntweinessig. Ich habe eigentlich den gar nicht so gern. Ich habe lieber den hellen gern, aber den haben sie nicht. Ich nehme das nämlich auch zum Entkalten. Klar, sollte man auch Essig-Essenz. Nee, das glaube ich nicht. Essig-Essenz nehmen, aber ist mir auch im Moment zu teuer. Zweimal Essen für Monique, diesmal mit Reis, weil Nudeln hat sie jetzt, glaube ich, sicheres Leid gegessen ein bisschen. Ich muss das mal hier rüberpacken. So, dann noch zweimal ja, Cola Zero und dann war es das. Ich mache im Moment nur schön Einkäufe, zack, zack und weg mal Nudeln. So, wir fangen mal mit den Masken an. Leute, ich war, wie gesagt, bei DM und es war ein Fehler. Es gab bei dem Disney-Stand auch Masken und ich musste da auch welche mitnehmen. Von Essence mit Ursula. Das ist so eine Crememaske, Doppelsachets. Gesichtsmaske mit Tonerde. Cremige Textur, die sanft auf der Haut trocknet. Für eine reinigende Wirkung.
Ja, dann bin ich genauso so eine Blassnase wie Ursula. Dann habe ich von der anderen Seite noch mitgenommen. Und zwar, da ist ja einmal von Essence und einmal von Catrice. Habe ich einmal, wie heißt sie denn? Cruella, genau. Cruella von den Dalmatinern. Das ist eine wärmende Gel-Gesichtsmaske. Fand ich mal interessant. Auch mitgenommen. Dann haben sie neue LEs, Leute. Neue LEs. Und ich werde das Video, glaube ich, noch heute hochladen. Also an dem Freitag. Limited Edition. Balea Tuchmaske Make a Wish mit dem magischen Duft nach Sternzauber. Ich bin so ein Opfer, ey. Dann Balea bedruckte Tuchmaske bei Icy. Ja, da sind wir dann ein Eisbär. Und die fand ich echt cool. Limited Edition Balea, it's Waffle Time. Mit Beerenextrakt und Hühnerloch. Ich weiß auch nicht, aber warum? Ich weiß es nicht. So. Und ich habe halt ein bisschen Make-up mitgenommen. Ja, was soll's, ne, was soll's. Ich habe einmal von der Catrice-Seite einen Liquid Highlighter mitgenommen in der Farbe 010 Magic. Flüssiger Highlighter. Ja, da ist Maleficent drauf. Und Maleficent kann ich euch nur ans Herz legen, den Film anzugucken mit Angelina Jolie. Ich mag sie eigentlich nicht, aber der ist gut. Dann, dann habe ich mir ein Lippi mitgenommen, was ich hätte wahrscheinlich auch mir schenken können, aber das sah so schön aus. Mit Ursula. Oh Leute, mir geht's echt nicht gut, ne? Electric Glow Color Changing Lipstick. Ja. Aber ganz ehrlich, warte mal. Ja, ich weiß, man hat genug und man hat genug und man, ey, da ist man echt Opfer, ne? Und es wundert mich eigentlich, dass unser DM das schon hatte. Weil die sind hier echt schnarchi. Ach, guck mal. Ja. Ja. Den hatten sie in zwei Varianten. Ich habe jetzt den genommen. Ja, es wundert mich echt, dass sie den hatten. Und Ursula ist nämlich auf jeden Fall da drauf. Und sind hier immer echt schnarchi. Dann habe ich mir zwei Pinsel mitgenommen. Einmal Evil Queen von Essence. Das ist so ein schöner, angeschrägter Pinsel. Das ist ein Face Brush. Da ist drauf die von Don Röschen, die böse Fee. Böse Fee und Scar, genau. Den fand ich echt schön, den Verblenderpinsel von Essence. Und ganz ehrlich, ich habe eigentlich alles gekauft hier. Tuk Tuk Manolli, nein, das kannst du dir auch gar nicht leisten. Mm-mm. Klar, will man es alles haben, ne? Ja, ja, aber wir sind mal realistisch und kaufen, ne? Nicht alles. Sondern wirklich, ich habe mir vorhin mal auch nur eine Palette gekauft. Und zwar habe ich mir mitgenommen noch, da ich ja einen Highlighter jetzt schon habe, von Essence Maxi Blush. Da ist sie jetzt nochmal drauf. Ach nee, die ist von Schneewittchen. Schneewittchen und die 77 Zankzwerge, genau. Ja, das ist ein Blush. Und den finde ich echt schön. Den finde ich echt schön. Deswegen habe ich ihn mir mitgenommen. Da gab es auch zwei, aber der andere war mir zu nichtssagend. Und dann habe ich mir eine Palette mitgenommen. Sie haben wirklich von Essence Paletten, von Catrice Paletten, aber Catrice war mir auch, ehrlich gesagt, ein bisschen zu teuer und zu langweilig. Und ich hatte zwei im Auge, einmal von Scar und einmal die von Ursula. Und ich habe mich dann wirklich für die Ursula-Palette entschieden, weil ich die einfach schön finde. Einfach sehr schön von den Farben her. Ja, und ich liebe Ariel. Ja, ich liebe Ariel. Und es sind einfach wunderschöne Farben da drin, die auch nicht so grottenlangweilig. In Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Na, du bist es nicht, ja, das sehe ich. In meinen Augen rennen. Ja, die habe ich mir gekauft. Ja, habt ihr da auch schon zugeschlagen? Schreibt es mir in meine Kommentare, was ihr da so gekauft habt. Aber wie gesagt, eine Palette reicht dann auch, ne? Ja, meine Lieben, das war der Haul zum Wochenende. Ich werde jetzt alles wegpacken, mich wieder aufs Sofa begeben, da wo ich hingehöre. Und ich habe mich vorhin angezogen, da hat gesagt, wo willst du denn hin? Ich sehe, ich muss einkaufen. Wie du? Ich sehe, ja, ich muss noch mir Medikamente kaufen und so. Wie soll ich es denn machen? Es muss ja irgendwie, ne?
Aber es ist noch was anderes, als wenn du dann arbeiten gehst. Ne? Also. So, meine Lieben, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und falls ihr krank seid, ich wünsche euch gute Besserung. Legt euch hin, guckt mir mal meine Augen an. Guckt euch meine Augen an. Ich sehe aus, als ob ich einen drauf gekriegt hätte. Also, ganz schlimm, ganz schlimm. David sagte gestern Abend, als er nach Hause gekommen ist, hör, wie scheiße siehst du eigentlich aus? Ich gucke hier im Badezimmer. Ich hatte solche Ränder, solche Ränder. Ich huste mich auch kaputt, ne? Ich kann nicht mehr wie das nehmen, was hier alles steht. Es wird ja kein Antibiotika mehr aufgeschrieben heutzutage, ist ja ganz toll. Sehen Sie zu, dass Sie in der Apotheke gehen oder in die Drogerie und kurieren sich selber aus. Ich frage mich immer, wofür sind wir eigentlich krankenversichert, wenn dir der nicht hilft. Ist doch klar, dass du jetzt da noch länger, 1, 2 Wochen, 3 Wochen länger Spaß mit hast. Das ist eine akute Bronchitis. Eine ganz schwere Bronchitis, die sie mir gesagt hat. Es ist ja noch keine Lungenentzündung. Ich so, ach so, noch nicht. Das ist ja toll, ne? Ja, will ich auch nicht haben. Wenn ich da beim Lager gehen würde jetzt, würde ich sie wahrscheinlich bekommen. Und das geht gar nicht, ne? Aber dann die Leute vielleicht wieder fit zu machen, dass die arbeiten geht. Nein. Ich habe Schweißausbrüche, kalten Schweiß und, also, I'm so sorry, aber dann geht es noch nicht, ne? Ich kann nur das nehmen, was ich mir jetzt hier gekauft habe. Was anderes hätte ich eh nicht aufgeschrieben. Ja. Toll, ganz toll, freue ich mich. Gerade dann noch, wenn du eitrigen, grünen Auswurf hast und so, ne? Ne, läuft. Also, meine Lieben, bis dahin, ich räume jetzt mal weg und gehe dann auf Couch. Ich wünsche euch was und ein Hoch auf alle Streamingdienste dieser Welt, Netflix und Konsorten, danke. Apropos Netflix, Leute, wenn ihr mal was Geiles, nein, das ist blöd ausgedrückt, aber wenn ihr mal was Gutes sehen wollt, guckt euch da mal an. Ich habe es jetzt schon 2-mal gesehen. 2-mal. Und ich bin da ein bisschen sprachlos. Eine arme, weiß ich nicht, kann man das sagen? Eine kranke, arme Seele. Ja. Eine kranke, arme Seele. Mehr kann man dazu irgendwie nicht sagen. Man ist schockiert, und aber guckt es euch an. Es lohnt sich wirklich. Jetzt bin ich aber raus. So, das waren hier die Tipps des Tages. Also macht's gut. Bis dann. Ciao.